Matusiewicz. Chancen der Digitalisierung, da wird viel gesprochen, aber was sind wirklich die Chancen? Also die Chancen im Gegensatz zu den Herausforderungen sehe ich als überproportional häufig. Und die Chancen liegen ja, wenn wir ehrlich sind, beim Patienten, ne, bei dem Endnutzer der Digitalisierung. Das heißt, alles, was wir im Backend machen, alles, was wir sozusagen an Prozessen verbessern, an Bürokratie runterfahren, an Geschwindigkeit reinbekommen, soll ja am Ende dazu dienen, dass der Patient eine bessere, schnellere Versorgung bekommt. Und das dürfen wir einfach nicht aus den Augen bedeuten. Deswegen bedeutet Digitalisierung für mich viele Chancen, gerade so um die Diagnostik, um die Therapie, um die Nachsorge herum, damit Medizin morgen schneller und besser und effizienter und vor allem auch effektiver funktionieren kann. Wo stehen wir denn mit der Digitalisierung und den Chancen für den Patienten? Also wir stehen aus meiner Sicht ganz am Anfang. Wir blicken auf ganz viele Möglichkeiten. Das kann man mit so einem Bergaufstieg vergleichen. Und wir sind am Fuße dieses Berges, schauen auf ganz viele exponentielle Technologien, auf Möglichkeiten, auf ChatGPT, auf AI, auf Robotik, auf Virtual Reality, auf ganz viele Dinge. Aber wir sind am Anfang und ich glaube, wir sind gut daran beraten, das in kleinen Experimentierräumen auszuprobieren, so wie wir es heute auf der Tagung hier tun. Mal schauen in live und jeder für sich, was kann ich denn damit in meinem Umfeld machen? Und ich glaube, in Summe passiert dann was Großartiges. Das Bild eines Berganstiegs finde ich sehr gelungen. Einer der Hügel, der Hürden, ist ja auch die Ökonomisierung. Alles kostet Geld. Wie sieht es da aus? Welche Perspektiven für das Krankenhaus und für den Patienten zeigen sich? Ja, ich bin ja Gesundheitsökonom und von daher sehe ich auch die Ökonomisierung nicht als Problem oder Herausforderung, sondern vielmehr als Chance, weil es geht ja nicht um Cost-Cutting, um Ressourcen einsparen, nicht nur, sondern es ist eine Teilmenge von etwas, nämlich etwas effizienter, effektiver machen. Der Ökonom sagt ja, ich möchte zweckrational die Mittel, die ich habe, und das sind ja bei uns Beiträge, Steuern und private Einnahmen, die möchte ich bestmöglich nutzen, um am besten am Ende für den Patienten auch was bieten zu können. Von daher sehe ich die Ökonomie als auch da wieder Disziplin des Empowerments, als Disziplin, die wichtig ist, um die Ressourcen so gut zu nutzen. Der Ökonom sagt, jeden Euro bestmöglich einzusetzen. Wo endet denn eigentlich die Ökonomisierung in der Medizin? Es geht ja hier um Leben, um Patientenwohl. Kann man das mit Geld erkaufen oder kann man das auch kürzen, Cost-Cutting einsetzen? Ja, und da würde ich sagen, die endet wirklich beim Eigennutz. Ja, Ökonomie bedeutet ja auch, dass ich den Nutzen als Patient möglichst rational, aber auch möglichst zweckrational nutze. Das bedeutet für mich, dass ich eben so ökonomisch haushalte mit meiner Lebensqualität, mit den Ressourcen, die ich habe, nämlich Zeit und mein eigenes Geld. Und bedeutet auch, dass ich sozusagen die beste Versorgung bekommen will, die ich als Bürger, versicherter Patient natürlich auch mitfinanziere. Das soll man nicht vergessen. Ex ante finanziere ich ja durch meine Gelder das System mit und möchte nämlich bestmöglich für mich auch was rausbekommen. Und da ist sehr viel Ökonomie auch im Bereich des Nutzens für einen selbst da. Welchen Rahmen sollte denn eine Digitalstrategie auch mit Blick auf die Ökonomisierung bringen? Also ich glaube, es ist fatal zu denken, mehr Geld ins System bedeutet besseres Gesundheitssystem. Das ist de facto nicht so. Das sehen wir in vielen anderen Bereichen, auch Ländern wie USA. Ne, jedes Jahr steigen dort die Kosten, die Lebenserwartung geht zurück. Das heißt, mehr Geld bedeutet nicht bessere Lösungen, bessere Prozesse. Es geht eher darum, heute mit verschiedenen gesundheitsökonomischen Möglichkeiten, Evaluationsmöglichkeiten. Wir haben sowas wie Evidence-Based Medicine, wir haben PROMS, Patient Reported Outcomes, wir haben Pay-for-Performance. Das sind alles Instrumente, die gibt es schon Jahre oder Jahrzehnte, die jetzt endlich mal durch Daten getrieben einzusetzen, um eben das Ganze besser zu machen. Ökonomisierung, Digitalisierung basiert auf IT, auf der Infrastruktur, auf der Informationstechnologie. Wir benutzen auch gern das Stichwort Smart Health. Welche Rolle spielt denn tatsächlich die IT innerhalb der Smart Health? Genau, wir haben Ökonomisierung, wir haben Digitalisierung, jetzt könnte man sagen, wir haben noch Dekarbonisierung und noch viele andere Buzzwords. Smart Health bedeutet für mich eben Gesundheit intelligent
aufzuarbeiten und intelligent zu nutzen. Und da haben wir heute so einen Begriff in diesem Plattformthema Health as a Service, ne? Also Gesundheit als Dienstleistung. Ich muss nicht alles selbst machen als Krankenhaus zum Beispiel. Ich biete es an, indem ich eine Schnittstelle zu den Profis mache, also als Plattform, ne? Plattform bedeutet, dass ich im Internet zum Beispiel in der Cloud die Nachfrage und Angebot zusammenbringe und auf diese Art und Weise smart Ressourcen auch wieder nutze, weil ich muss, auch nicht jedes Krankenhaus braucht eine eigene Abrechnungssoftware. Wofür? Die machen doch alle das Gleiche, wenn wir ehrlich sind. Ich meine, so sogenannte Dunkelverarbeitung, diese dunklen Prozesse, wir könnten ein Standardtool nutzen und da würde jetzt keine große Wettbewerbsverzerrung dadurch stattfinden. Also da müssen wir auch ein bisschen auf dem Teppich bleiben und überlegen, wo findet die Wertschöpfung statt? Die findet am Patienten im Gespräch, in der Operation und so weiter statt. Und alles andere sollten wir möglichst effizient standardisiert eben machen. Aber Standardisierung, gerade bei Silvia Thun, natürlich ein großes Thema. Finden wir möglicherweise das Krankenhaus künftig in der Cloud, dort, wo nämlich die Tech-Giganten zu Hause sind? Ja, das stimmt. Also finden wir heute schon. Also Amazon AWS, Amazon Web Services, ist ja ein riesen Cloud-Anbieter, wo heute die Bundesregierung, Krankenhäuser, öffentliche Einrichtungen bereits in der Cloud sind. Und ich bin ein großer Freund der Cloud. Mir ist auch egal, wer die Cloud hostet. Ja, wir haben auch deutsche Anbieter, Telekom etc. Das geht nicht jetzt darum zu sagen, das sind die Guten, das sind die Bösen. Man kann ja sozusagen auch ein Mixmodell machen aus deutschen Anbietern, gekoppelt mit den US-amerikanischen Anbietern, weil die nun mal größere Kapazitäten haben. Aber weg von Hardware hin zu Software und da ist Cloud für mich die Lösung, um eben diese ganzen Konnektoren, Passwörter, Zertifikate und diesen ganzen Mist mal zur Seite zu bringen und ich sage in letzter Zeit immer, den Staub aus dem Gesundheitswesen wegzuspülen. Wenn man der digitalen Medizin eine Stimme verleihen wollte, was würde die Stimme denn so als Parole von sich geben? Ja, also die Stimme, und da sehe ich mich natürlich auch etwas als die Stimme der digitalen Medizin, der das schon seit 15 Jahren vorantreibt, sagt, einfach machen, erfolgreiche Buchstaben tun, experimentieren, Experimentierräume schaffen und klein voranscheitern. Vielen Dank.